Automobile Schätze stehen in einem bewaldeten Privatgrundstück und werden dem natürlichen Verfall preisgegeben. Werden normalerweise Oldtimer gehegt und gepflegt, dürfen diese Autos zwischen Bäumen und Büschen verrotten. Autos stehen hier im Wald, alle Baujahr 1950. Und mittendrin ein Teilstück der Berliner Mauer. Dieser Jaguar, gepflegt in einer Garage stehend, wäre heute mehr als 100.000 Euro wert. Die Monsterfront des schwarzen Buick, einst angetrieben von einem 4-Liter-Motor mit ca. 120 PS, ein mit Graffiti überzogene Holden-Limousine und ein besonderes Highlight, der goldene Rolls-Royce. Diese Oldtimer, einst der Stolz der Besitzer, werden hier dem Zufall überlassen. Die Reifen ohne Luft, die Scheiben kaputt oder blind, die Karosserie vom Rost zerfressen. Der 2CV, die berühmte Ente, diente als Container für die geleerten Flaschen einer Party. Ein 75 PS starker Citroën 11CV, einst als Gangster Citroën bekannt geworden. Hier findet der Besucher eine Automobilsammlung der ganz besonderen Art, ein Automausoleum, in dem die Autos dem Verfall durch die Macht der Natur ausgeliefert werden und nach verrosten und verfallen. Längst ist aus jedem Auto ein Kunstwerk der Natur entstanden, ein Eldorado für Autofreunde mit dem Hang zum Morbiden.